Hannes, nein. Nee, Nein, Hannes kann wirklich. ich Aber nicht lass die beiden beschwören. noch Mario Kart spielen, das können die doch machen. Ach so, ja gut. Ja, das könnt ihr gerne machen. Spielt Olli eigentlich gerade wirklich Zelda? Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt. Ja. Weiß ich auch nicht. Ist ja krass, Ich ich glaube kann. schon. Aber man kann es ihm nicht Das verübeln. hat er eben. Ja, ich Man spiele kann immer es ihm noch. nicht verübeln. Nach der Zeit. War. So, dann So, möchte frage jemand ich für mich auch noch. Kunst recherchieren? Kunst? Oh Gott, oh Gott. Kann man ja mal viel sehen. Warte. Dieses Gemälde. Soll ich das mal googeln? Moment. Kunst, Fälschung. Ah, okay. Ich habe schon eine Liste gefunden. Nice. Der Fälschung ist ein großer Kaffeefleck. Ja, dann ist das wohl die Fälschung. Hat der eigentlich jemals Originale? Ja, manchmal. Und das hier ist, Einmal glaube ich, im auch eine Jahr. Fälschung. Wölfin-Status, glaube ich, wenn die den Mund offen hat oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, okay, die brauche ich mir gar nicht erst angucken. Nee, ich will deine Fälschung nicht. Halt einen Dreck. Genau. Ich kann auch gerne die Polizei anrufen, du Sack. Eigentlich kann ich hier gar nichts anfangen auf dieser Insel. Was hat denn hier Aziza? Oh, eine Kusstapete. Die ist ja herzallerliebst. Nehme ich mit. Die ist ja neckisch. Ja, Ja, die die Tapete ist ist super. mega. Hä, ich will die haben. Okay, schicke ich dir gleich. Danke dir. Bahnsteigbunden. Das sieht auch ganz nice aus. Ah, dann kann ich jetzt mal den Tweet machen. Den Tweet. Getweet? Ja. Habe ich ja immer noch nicht TTP. gemacht. TDT. So, Den dann gehe ich mal. TT-Tweet. Oh. Ja, genau den. Oder den Tweet-TT. Wir sind kein Tweety hier. Das finde ich nicht gut. So, ich gehe jetzt mal in den DLC fliegen, wenn es geht. Mach das mal. Zur Arbeit gehen. Da war ich, glaube ich, seit, also ich habe das, als es rauskam, habe ich das einen Monat lang gespielt und ich glaube seitdem nicht mehr. Ich habe das noch nie gesehen. Noch nie gesehen sogar. Nee. Dann zeige ich es dir jetzt. Was hältst du davon? Ich bin bereit. Oh, dann let's go! Ich weiß selber gar nicht mehr, wie das geht, aber oh, hi, Affe, Bono. Ja, ich war weg. Bono. Ich soll erst mit Karl Lodder sprechen. Dieser Gecko, wie cool ist der denn? So, wo war denn nochmal der Multiview? Da gehe ich mal gucken. Habe ich dir in Ja. Discord geschickt. Ach ja, genau, da super. So, gucken wir uns mal. Achso, wir gehen mal kurz in den Shop. Muss echt unbedingt diese Folge noch gucken heute. Ja, mache ich später auch noch. Hey Silvia, na? Ja, wie immer nur hässliche Dinge. Schön. Aber ist dieser Laden nicht hübsch dekoriert? So richtig dekadent.
Ja, das ist super gemacht. Was macht man mit der zweiten Insel? Also muss man da irgendwas erreichen oder kann man da was? Achso, ja, du kannst quasi Häuser designen für Kunden. Das machen wir jetzt mal. Und hier gibt's halt alles mögliche. Hier gibt's halt auch einen Laden. Und es gibt eine eigene Währung. Das heißt, du kannst in dem Laden nur mit hier verdientem Geld kaufen. Also hier dieser Laden. Oh Gott, ich finde den so cute, den Boy da. Ja, der ist cute. Was ist denn dieses Tablet hier? Nehme ich. Nehme ich. Okay. Nehme ich. Ich brauch den ganzen Laden leer. Ehrlich? Ja. Wahrscheinlich habe ich das auch alles schon, aber wenn ich irgendwas noch nicht habe, dann wahrscheinlich hier. So, Carlotta. Carlotta. Möchtest du mit der Arbeit beginnen? Bereit zum Arbeiten. Toll. So, jetzt können wir uns nämlich einen Auftrag aussuchen. Wie? Jetzt aber wie war das denn? Um zu entspannen, um da auch weiter zu arbeiten? Ja. No. Jetzt müssen wir nämlich irgendwelche Leute anquatschen. Oh, Helferfenster, dass du auch jetzt die Uniform anfängst. Ja, das ist die Uniform. Ich will den Gecko. Du siehst richtig wichtig aus mit deinem Klemmbrett. Guten Tag, gehörst du zur Ferienhausagentur? Mein Name ist Carleon und ich stecke in der Bedouille. Ich begab mich hierher, um an der Schule einen Vortrag über Insekten zu halten. Ach, den Weg zur Schule. Ja, mache ich. Wie war denn das noch? Die Schule kann man übrigens auch bauen. Das ist nämlich auch das Ding mit dem DLC. Je weiter man voranschreitet, desto mehr Gebäude auf der Insel darf man auch gestalten. Und diese Schule habe zum Beispiel auch ich gebaut. Tja, aber du bist der Chef. Ehrlich. Oha. Hey, wie cool ist das denn? Schmetterling. Fabulös! Ich mag Schmetterlinge nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, die sehen von nah sehr gruselig aus. Genau wie Libellen. Boah, Libellen sind so cool. Nun. Ich wollte eigentlich jetzt gar keinen Vortrag hier hören. Kann ich jetzt wieder gehen? Danke. Foxy, du kannst denen bestimmt noch was erklären. Ja, ehrlich. Ja. Ah, okay, das hat mir sogar was gebracht. Okay. Wenn der Vortrag hält und der so, falsch. Genau. Ah, was der für Quatsch erzählt. Oh, mein Ferienhaus soll wie ein freundliches Lokal aussehen. Ich will jeden Tag grillen und relaxen. Es wäre so erfrischend, sich am Brunnen zu waschen. Genau, da kann man denn, hat man nämlich einen Eindruck, was man bauen soll. Profiküche, Bank. Genau, man kann hier nämlich zum Beispiel auch, hier ist ein Restaurant, das habe ich auch designt. Das ist auch eins der öffentlichen Gebäude. Also man muss immer eine gewisse Anzahl Kunden erledigen, um denn die öffentlichen Gebäude designen zu können. Und dieses Café habe halt auch ich designt. McLaren. Und, ja, McLaren's Pub, weißt du? Naja. Ah, oh, sweet. Get it. Ja. Und dann kann man auch die Leute, die hier arbeiten, aussuchen. Also man ist tatsächlich hier so ein bisschen der Chef der Insel. Hm, ist ganz cool. Ich wollte eigentlich das Restaurant zeigen. Wo war denn das noch? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Das hier das Restaurant? Ich glaube ja. Der Monty ist gerade so süß, ne? Ach. Was macht der Monty? Meine Schwester bereitet, glaube ich, Sims vor dahin. Okay. Und Toxi ist ja. Toxi. Nein! Nein, nein, nein! Nicht Toxi, nicht Toxi, nein! Toxi ist da nicht hingeschwungen. Ah.
Monty. Ach so. Monty. Du hast mich mit Monty verwechselt. Das ist ein Kompliment. Monty ist da jetzt mit meiner Schwester am Kuscheln und geiert auf ihren Joghurt. Ja, und er liegt da jetzt halt voll süß daneben und oh mein Gott. Dann richtet Daniela mal schöne Grüße aus. Ja, liebe Grüße bestelle ich ihr. Da freut sie sich. Willst du noch eine Frage stellen? Nee, das ist Hannes Job. Ja. Ach, ist Hannes Job, verstehe. So, ist eigentlich Hannes noch da? Ich wollte ihm den Namen von dem Restaurant zeigen, aber... Genau, das ist ja das Restaurant. Und hier, das habe ich auch gestaltet. Da durfte ich auch so eine richtige Großküche designen. Das ist auch ganz cool, mal so eine große Küche. Oh, das ist Leon. Das ist dann die Küche. Das ist schon cool. Also man hat hier schon ziemlich viele Möglichkeiten. Ja, gar nicht gedacht, dass man für all die Sachen so eine so die passenden Möbelstücke hat. Ja, die sind halt alle mit dem DLC dann dazugekommen. Ja. Aus Gründen offensichtlich. Da. Hannes, hast du gesehen, wie das Restaurant heißt? Digga. Ich geh nochmal rein. Ach, jetzt sagt er das gar nicht. Hey. Auf jeden Fall heißt das Restaurant The Prancing Pony. Das ist aus Herr der Ringe, Dagi. Ja, toll. Mensch. So, jetzt suche ich mir aber mal einen Kunden aus. Aus dem Buch? Ja, ich auch aus dem Film. Oder aus dem Film, ja, kann ich mich nicht dran erinnern. Zum tänzelnden Pony. Oh mein. In Ferien außer. Ich mach mal das Lokal, das klingt gut. Konga. Ich glaub, ich muss die Filme nochmal gucken. Hab ich dieses Jahr noch nicht gesehen. Wird sich anbieten. Reden wir darüber. Das Coole ist, das Haus kann man dann völlig ohne Kostenrahmen oder irgendwas einfach designen. Man kann sich da komplett auslassen. Nice. Endlich hat Nuke keine Macht mehr über uns. Richtig. Ja. Hier ist allein schon eine ganz andere Währung. Der kann hier gar nichts machen. Ja. So, was will er denn? Er möchte, ja, Küchenutensilien, okay. Und jetzt können wir uns eine Insel aussuchen in unserem Archipel hier. So ein paar Inseln habe ich natürlich schon bebaut. Eigentlich schon ganz schön viele, das wusste ich gar nicht. Aber wo setzt man denn so ein Restaurant hin? Junge, Junge, Junge. Ja, ist voll krass, Mann. Hier am Meer. Sieht voll cool aus. Am Meer. Beste Jahreszeit Sommer. Stand das da? Ja, das steht da oben. Okay, dann wird mehr schon passen. So, ein oder zwei Stöcke. Wir machen nur eine, sonst ist das zu viel Arbeit. Und das muss man nicht so sauber machen. Man muss das sogar sauber machen? Nein, das hat er nur gerade gesagt. Ach so. Auf geht's. So, und jetzt sind wir hier quasi im Baumodus. Oh, ein Geschenk. Stimmt, Schmetterlinge. Ja, war so klar. Yes. Okay, darf ich jetzt bauen? So. Ja, ich weiß, dass ich... Ja.
Ja, Spiel. So. Gott, wie lange ich das nicht mehr gemacht habe. So, die Pakete, die hier stehen, sind jetzt Sachen, die auf jeden Fall aufgestellt werden müssen. Die will der haben. Und wir können ja jetzt irgendwie hier die Raumgröße und Raumanzahl ändern. Wie war das denn noch? Warum will der eine Kasse? Der wollte ein Lokal haben. Ach so. Cool. Dann nun. Okay. Ja, das ist voll sweet. Ich wünschte, sowas könnte man auch im eigenen Haus machen oder so. Das wäre nice. Ja, das wäre schon cool. Oder kannst du sogar die Fenster wegmachen? Oh mein Gott, das wäre ein Traum. Kann hier auch Musik laufen lassen. Beleuchtung, alles am Start, ey. Na, dann lassen wir mal Leute quatschen. So, jetzt, wie ging's denn noch weiter? Baumodus, wie war denn das noch? Ich weiß das alle gar nicht mehr. Ah ja, so. Genau, Räume können wir nämlich nicht. Ich werde mir jetzt übrigens vermutlich nicht viel Mühe geben, aber das ist egal. Ich habe damals, als ich das angefangen habe, mir bei den ersten Häusern echt noch ganz viel Mühe gegeben, aber... Irgendwann, wenn du wirklich 30 Häuser bauen musst, verliert das doch seinen Reiz. Okay. Nein, 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 nicht drehen. So. Wie war das jetzt noch? Nein. Ich weiß das nie mehr, wie man das mit den Baumodi macht. Kann ich denn jetzt? Nein? Nein? Ah. So. Also man hat denn hier eine gewisse Auswahl an Sachen, die man hinbauen darf. Man kann nicht alles hinbauen. Das ist leider ein bisschen schade. Es sind schon irgendwie so themengebundene Sachen. Aber naja. So, gucken wir nochmal bei den Möbeln. Hier nicht irgendwo diese Oberflächen so für eine Küche oder so? Das wäre ja eigentlich ganz hilfreich, wenn man eine Küche bauen soll, dass man dann auch mal Küchenmöbel hat. Das wäre unheimlich cool, das stimmt. Das baue ich mal hin. Garderobe.
Also die Bedienung von Animal Crossing fand ich noch nie wirklich gut. Ah, hier scheinen jetzt Küchenmöbel zu kommen. Kuna, hi, wie geht's dir? Moin. Oh, hallo. Ja, Kuna, schön dich zu lesen. Nee, ist am Start. Und guten Morgen, ja. Ich guck hier nochmal durch. Da, da ist eine Mikrowelle und eine Fritteuse. So. So eine Fritteuse sehe ich schon richtig Bock auf Pommes oder so. Ja, ich auch. Das ist alles immer sehr fettig. Ja, stimmt. Sehr fettig. Ja. Wie jetzt? Verstehe ich ja gar nicht. Boah, ich brauche fettfreie Pommes. Ja. Ja. Befürworte ich. Okay, hier aber die müssen Reis genauso schmecken. Ja, genau. Ist ja das Ding. Eben so, aufgestanden. Fritteuse und so. Ja, okay. Kann man machen, oh. Ist aber nicht dasselbe, ne? Ist nicht dasselbe, ne. Das sehe ich auch so. Ich überlege immer mal wieder, mir so ein Ding zu kaufen, aber... Ja, wir haben so ein Ding, aber... Oh. Ja, das ist halt, ja, nicht das ist, dasselbe? Wie gesagt, ne. Jetzt bin ich sad. Ja, schade. Wieder das eine Option weniger. Es gibt ja viele Leute, die haben da dann noch, die machen da dann irgendwelche Späße mit, ja... Man muss dann irgendwie so, weiß ja nicht, kannst ja noch so ein paar Spritzer Öl mit reinmachen und dann ist das, ist genau gleich. Genau gleich. Das ist nicht Sinn der Sache, oder? Nee, ja. Ist es auch nicht. Aber auch diese paar Spritzer Öl, die bringt's nicht, die bringt's nicht. So, okay. Das muss richtig mies im... Ja, leider. Werden. Ja, es ist sonst nicht dasselbe. Das ist einfach, das bleibt nee. So. Und gerade bei Pommes mache ich auch keine halben Sachen. Also, sollte man auch nicht tun. Sind nee, Pommes. Pommes sind wichtig. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. So. Ja, gut. Für den Anfang. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich irgendwie auch ein paar Tische in so einem Restaurant, Café, Ding, ne? Und, oh. Früh ins Bett. Und dann warst du um 0 Uhr schon fit. Wie früh bist du denn ins Bett gegangen, Kuna? Um 6? Aber ja, ich kenne das. Wenn ich tagsüber schlafe, ist das meistens nie gut. Ich weiß auch gar nicht, was bei mir gestern passiert ist. Ich bin um 4 Uhr ins Bett gegangen. Nachmittags oder nachts? Nee, nachts. Oh. Weil ich einfach mit irgendeinem Mexikaner und einem Amerikaner habe ich dann noch Rocket League gespielt. Oh. Und das war so... Oh, es ist 4 Uhr. Oh. Ja, dass du Rocket League gespielt hast, habe ich gesehen. Und PUBG spielst du auch aktuell ja, viel? Ja, ja. Das öfteren mal. Ich habe gerade meine... Weiß ich auch nicht, was das für eine Phase ist. Hm. Normalerweise ist das eigentlich nicht so meins, aber... Oh, 20 Uhr ist sehr früh, Kuna, in der Tat. Dann wäre ich auch zu früh wieder wach, irgendwie. So, jetzt brauchen wir Tische. Frage ist, was kriegt man da an Tischen hin? Kriegt man diese großen Tische da hin? Ey, es gibt halt keinen schlechteren Tag, direkt am Dorfplatz zu wohnen, außer Vatertag, ne? Oh ja. Den ganzen Tag, seit heute Morgen, läuft da diese scheiß Musik. Oh, ich kann es mir vorstellen. Oh, das bitte Ding ist nicht. Aber halt auch, da steht halt auch ein Bierwagen und also ein Scheiß, deswegen die schreien da halt so. Das ist nervig. Ja, das klingt wirklich nicht cool. Also zumindest hätte ich da auch keine Lust drauf. Aber wozu der Tag perfekt ist? Da brauche ich Menschen gar nicht kennen, um die einzuordnen, sondern ja. Ich weiß immer grundsätzlich, welche Menschen mir schon mal sympathischer sind als andere. Die teilen sich selber ein. Ja, das stimmt. Das kenne ich auch.
war heute Morgen joggen und da sind mir sogar schon die ersten begegnet so. Ach Gott. Ich hab's gar nicht gewagt, am See joggen zu gehen, weil da musst du in der Regel unbetrunkene Slalom laufen in solchen Tagen. Ist am 1. Mai auch immer ganz übel. Vorhin hatte ich einfach so ein Dude, der hatte so ein Fahrrad mit so einer, gar nicht, wie so zwei Sitzen vorne dran. Ah. Und hat einfach seine Frau hat einfach rumgefahren und sein Hund. Ah, das cool. War übelst cute. Das ist schon wieder sympathisch, ja. Ich meine, wo kämen wir denn da auch hin? Das gibt's ja teilweise tatsächlich, wenn am Vatertag auch Väter was mit ihrer Familie machen oder so, ne? Ey, das ist aber wirklich schon... Wow, oh. So was gibt's. Kepu, hi. Schön, dich zu lesen. Wie geht's dir? Wie war dein Feiertag? Wie hast du den Feiertag verbracht? Achso, El Cuna ist eigentlich in Mexiko heute auch Feiertag? Wahrscheinlich nicht, ne? Kipo, das stimmt, aber es war ein freier Tag, ne? Das ist ja auch schon was wert. Also ich habe auch nicht gefeiert, aber ich habe frei gehabt und das ist halt gut. Ich habe sogar morgen auch frei. Nice. Zum Glück auch. Nice. Also was das angeht, sind April und Mai aber auch heißer Scheiß, so Feiertage und so. Da geht's immer gut ab. Ja, das stimmt. Und Pfingsten kommt auch noch. Richtig, genau. Hast du nämlich eine volle Woche und dann ist schon wieder Wochenende verlängert. Das ist einfach der Hammer. Ja, das ist schon nice, das stimmt. Und dann aber auch erstmal wieder Laute. Dann dauert's wieder. Aber bei uns ist dies Jahr das Schuljahr dann fast schon rum. Die Ferien sind leider sehr früh. Ach ja. Die sind halt schon echt wirklich Anfang Juli. Sind schon Ferien. Das ist echt krass. Alter. Eine Errungenschaft. Oh, was hast du denn gekauft, Kepu? Ich finde es immer sehr spannend, was du so für alte Spiele aus meiner Kindheit spielst. Achso, Akuna, okay. Aber Christi Himmelfahrt, also als kirchlicher Feiertag, gibt's bei euch auch nicht. Dann mach ich nochmal zum Sofa. Sofatisch. Irgendwo waren doch hier Sofatische da. So. Oh, nice. Also tatsächlich nice. Das ist geil. Ich habe nice 1 und 2 geliebt. Also 1, have a nice day noch mehr. Aber Nice 2 war auch cool. Ja, sehr geil. Nee, das hat man nicht jeden Tag. Nicht mehr wahrscheinlich. Soll ich Have a Nice Day auch mal gespielt, Kepu? Oder hast du das sogar? Das haben wir damals immer auf LAN-Partys gespielt. Für die es nicht kennen, Have a Nice Day oder Nice, die Reihe ist quasi, du spielst mit echten Autos und kannst die mit Waffen ausstatten. Also eine Art Mario Kart in Real. Mhm. Dann hast du irgendwie, baust du dir vorne eine fette Gatling Gun aufs Auto oder solche Sachen. Oder legst irgendwelche Minen aus und solche Dinge. Und fährst durch Loopings und solche Sachen. Das ist schon ziemlich cool gewesen damals. Mhm. Dann gibt es halt einen Karrieremodus, wo du dein Auto immer fetter aufrüsten musst, um überhaupt eine Chance zu haben. So, gibt es hier auch irgendwie. Oh, Musik. Nein, stopp. Wenn denn so eine Jukebox? Jetzt läuft hier scheiß Musik, ey. Thank you.
Das wusste ich nicht mal, Kibo. Das ist ja cool. Einen deutschen Entwickler, naja. Das wusste ich tatsächlich nicht, aber es ist cool, ja. So. Oh Gott, diese Musik. Ist sie nicht schön? Geht so. Ich finde die Hammer. Hammer. Ah ja. Ja, ich habe Animal Crossing heute nach langer Zeit mal wieder ausgegraben und das erste Mal seit sehr langem spiele ich das mal wieder ganz konkret. So, ich will eigentlich nur noch ein paar Deko-Objekte. Ich will eigentlich gar nicht das so intensiv ausbauen. Ich habe eigentlich gar keine Lust zu gerade. Kleinkram, das suchte ich. Goldgeschirr. Ja, ich habe mir damals auch, als ich die Switch gekauft habe, Pokémon und Animal Crossing gekauft. Und ich habe dann aber erstmal nur Animal Crossing gespielt irgendwie. Das ist leider tatsächlich suchterregend. Aber ich find's cool, dass deine Eltern das auch spielen, aber... Ich glaube, deine Eltern sind auch ein bisschen jünger als meine. Die haben dich ja auch so ein bisschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, an Computer und so rangeführt. Ja, okay, als Altpflegerin ist natürlich nett, wenn man da auch ein bisschen Abwechslung bekommt. Das hast du wohl recht. Welches Pokémon hast du denn damals geholt? Let's go, oder was? Für die Switch? Nee, das war Schwert. Ich habe mir erstmal Schwert geholt. Ja, Let's go habe ich mir irgendwann zwischendurch mal geholt, aber das habe ich tatsächlich bereut. Ja. Ich hoffe nicht zum. Also, ich hoffe nicht allzu teuer. Ja, 40 Euro oder so kostet das schon. Nintendo-Spiele sind, die werden ja nicht günstiger. Ja. Und, es ist, glaube ich, wirklich das Pokémon-Spiel, das ich am allerwenigsten gespielt habe. Vielleicht Snap habe ich nicht ganz so viel gespielt, aber sonst. Das war wirklich. Naja. Oh, Mario Kart 8, Linz, guck mal. Ja. Da habt ihr den Mitspieler. Nee, Mario Kart kann man mich leider nicht mitlocken, aber wünsche dir viel Spaß. Ja, Nintendo-Spiele sind in der Tat sehr wertstabil, das ist wirklich so. Ich habe mir Let's Go damals zum Glück auf eBay geholt für einen 20. Das war auch gut so. Aber im Nachhinein, ja. Ja. Nee. Ich glaube, es hat keinen Tag gedauert, dann war ich durch. Ja, ich habe da schon so 2 Tage dran gespielt, aber mir hat einfach auch das Trainieren keinen Spaß gemacht. So, das war total sinnfrei, da ein Pokémon nach dem anderen zu fangen und wieder zu verkaufen, sozusagen. Also. Ja, genau, das mit Unreal hatte ich gelesen. Also Unreal ist halt schon sau cool. Das ist halt echt meine Jugend auch mit. Das war so einer der ersten Shooter, die ich gespielt habe. Aber Unreal Tournament habe ich noch mehr gespielt tatsächlich. Kann ich da jetzt nochmal die Wand wechseln? Muss ich wahrscheinlich vorher auf die Wand gehen, ne? Ja, Unreal Tournament ist leider schon etwas älter, das ist so. Aber es war auch so von der Story und so ein sehr cooler Shooter. Genau, Kuno. Ja, auch noch. So. Kann man jetzt irgendwie an diese Wand noch was dran machen? Oh.
Pokémon Schwert und Schild schon wieder 4 Jahre her. Ja, tatsächlich, ist das schon eine Weile her. Ich meine, seitdem sind ja auch einige Pokémon-Spiele erschienen, ne? Ja, also fast jedes Jahr eins. Ja, so hier die Perle, leuchtende Perle und so weiter, Karmesin. Arceus, Legend. Arceus. Stimmt, Arceus habe ich auch noch vergessen, ja. Ja. Jetzt Dings. Ja. Ich glaube, für dieses Jahr ist gar kein Pokémon-Spiel angekündigt, ne? Nur der DLC. Tja, gut. Ist auch nicht schlimm, ne? Nee, also, ist nicht schlimm. Es wundert mich trotzdem. Sollen sich einfach Zeit lassen. Bitte. Ja, ja. Wobei ich. Es gibt so ein paar Remakes, wo ich wohl Bock drauf hätte, irgendwie. Zum Beispiel? Ja, ich überlege gerade. Spiele ja gerade oder ich plane jetzt ziemlich zu spielen, Omega Rubin zu spielen. Das heißt, da gibt es ja gerade erst eins von. Aber vielleicht von Schwarz und Weiß. Und die habe ich nämlich noch nie gespielt. Und wenn es davon ein Remake gäbe, würde ich mir das gleich mal anschauen. Die sind aber noch zu jung, oder? Hm? Die sind aber noch zu jung. Schwarz und Weiß? Ja. Also. Ja, kann sein. Weiß ich nicht, 2010 oder was? Ja, 2010. Ich meine, von allem anderen gab es aber ja schon Remakes, ne? Ja. Also von den Generationen zumindest. Ja, also wenn man Schwarz und Weiß macht, dann könnte man ja theoretisch auch übrigens Hard Gold und Soul Silver, das Remake des Remakes machen. Ja, gut, das stimmt. Ja, stimmt, Silber und Gold gab's noch, ja. Ja, gut. Nee, ich glaube, mir wäre tatsächlich von Schwarz und Weiß ein Remake am liebsten, weil, wie gesagt, die habe ich tatsächlich noch nie gespielt und das wäre halt die Motivation. Weil so die ganz alten Pokémon-Spiele, die sind halt toll für Nostalgie, aber die packst du heute eigentlich nicht mehr an. Hannes sieht das anders. Ja. Deswegen, ja, also Schwarz und Weiß ist, meine ich, auch schon locker. Also eine Weile. Das könnte ruhig mal ein Remake geben. Also ich meine, was kam, also Schwarz und Weiß 2, was kam danach? XY. Ja, ja, guck. Also dann... Gab's also von XY dann? Nee, die sind noch relativ neu. Die sind ja alle erst für ein 3DS erschienen. Ja. Kipu, ey. Haben noch XY? Kam da dann schon Sonne und Mond? Oder gab's nicht von XY auch nochmal ein... Nee, die nächste Generation war Sonne und Mond danach. Das sind halt alles die 3DS-Spiele, wie gesagt. Also X und Y, Sonne und Mond... Nein, und inzwischen durch Omega Rubin und Saphir irgendwas, wie heißt das denn noch, das andere? Alpha Saphir. Alpha Saphir, genau. Ja, deswegen, also ich finde eigentlich Schwarz-Weiß ist dran. Ja, möglich wäre das. Aber angekündigt ist ja nichts, von daher. Ja gut, obwohl das auch mit dem Dings, mit dem Remix zu Diamant und Pearl war ja auch eher so, dass das ja nicht direkt Game Freak war, glaube ich, sondern es war ja so ein kleineres Studio, was das dann halt übernommen hat. Ne? Ja, deswegen weiß fand ich nicht, auch tatsächlich halt die nicht so Game gut. Hatte. Ich fand's okay. Ja. Naja, so leuchtende Perle und strahlender Diamant war okay. Es war halt ein Pokémon-Spiel, aber ich weiß nicht, das hat mich im Endgame einfach nicht motiviert. Ja. Ja, Ultrasonne hätte ich auch mal wieder Bock drauf, aber das ist halt auch zu jung für ein Remake und bei mir noch nicht so lange her, dass ich es gespielt habe. Ich finde, die sollten die... Massenaufläufe sollten sie wieder oder die Kämpfe in Dings Sonne und Mond sollten sie wieder einführen. Meinst du diese, wo die zur Hilfe kommen? Ja, genau, das zur Hilfe kommt. Ja, oh, genau. Bitte nicht. Das ist doch wirklich einfach eine tolle Spielmechanik. Nein, das ist nicht. Soll ich jetzt einfach nur irgendein so random Pokémon einfach nur schnell umklatschen? Nee, es kommen noch fünf weitere. Ja, vor allem, wenn du das fangen willst, weißt du, du bringst das auf irgendwie 3 HP runter, willst es gerade fangen und da kommt ein Hilfs-Pokémon und dann kannst du es nicht fangen, so, Alter. Das ging mir so auf den Sack. So, warum kann ich jetzt hier eigentlich nicht die Sachen... Ah, so, ich wollte gerade sagen, ich wollte doch hier jetzt Sachen verschieben.
Nee, also das fand ich tatsächlich, ich meine, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in X und Y gab es das auch, nur noch schlimmer, oder? Gab es das nicht irgendwie da, dass auf einmal 20 Pokémon dann kamen oder so? Ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich meine, dass ich, das habe ich leider auch nur angespielt. Ne, Petal habe ich dir gezeigt oder meinst du Linz oder so? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Was? Was Kuna gerade schreibt. Echt? War ich das mit dem EP-Teiler? Ich kann mich da nicht dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ja, inzwischen ist der EP-Teiler ja auch überflüssig in den neuen Spielen, ne? Da hast du den ja so oder so. Ja, in früheren Teilen aber halt nicht. Nee. Ah, okay. Das weiß ich tatsächlich wirklich nicht mehr, Kuna. Interessant. Ich könnte so weinen. Ich würde so gerne mal mein altes Pokémon-Dings Platin spielen, aber mein Nintendo DS, mein alter, der ist halt einfach so durchgespielt, dass ich da nicht, also ich komme so weit nicht, weil die Tasten halt einfach kaputt sind. Oh, verstehe. Das ist natürlich wirklich kacke. Starten. Der hat auch richtig was miterlebt, ey. Der wurde so durchgespielt. Ja, das ist dann blöd. Hast du alle keine Buchstaben mehr, weil die abgenutzt sind. Das Scharnier vom Links, vom Bildschirm wackelt wie Sau. Ein 3DS sagst du? Nee, der normale, der ganz alte, der DS. DS. Ja, achso, der aber zum Aufklappen, der. Ja, genau. Ja, der war auch tatsächlich nicht so stabil. Also der 3DS, finde ich, war auch nicht so robust irgendwie. Wenn das mit so einem alten GBA, so einem Game Boy Advance vergleichst oder so. Ich hätte mich damals so tot lachen können, weil mein Kumpel hatte dann nämlich nach dem Nintendo DS, kam noch der Nintendo DSi. Ja. Er hat sich so gefeiert, dass er diesen Nintendo DSi hat. Ich glaube, es hat dann gar nicht so lange gedauert, dass dann sogar schon der 3DS rauskam. Und war so, weil der DSi konnte jetzt ja nicht so krass viel mehr als der Nintendo DS. Da haben wir kurz irgendwie, weiß ich nicht, Sprachnachrichten aufnehmen oder so. Wow. Wow. Der Hammer. Ja. So, ich glaube, ich bin hier jetzt gleich fertig mit meinem Bauprojekt. Irgendwie außer Design, finde ich gerade, habe ich gerade nicht so Lust zu. Der ist light. Ach so, der Powerknopf, ja stimmt. Stimmt. Ja, der war irgendwie auch anders angeordnet, als man es gewohnt war von Nintendo. DS hatte nur meine Schwester, ich hatte gar kein DS. Ich habe mir immer eher die in Anführungsstrichen in richtigen Konsole geholt und halt ein Game Boy und Game Boy Advance. Von daher kann ich da gar nicht so mitreden.